Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und wir sind gerüstet. Ich habe ganz viel Heilung dabei. Für jede Situation etwas dabei. Ein bisschen mehr Munition wie gewohnt. Und Essen, Trinken habe ich gerade gedingst. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Und ich hab die Rahmen. Eigentlich muss ich erst mit dem Motorrad fahren. Die Horde war wunderschön vom Sound her, aber das war's dann auch schon. Geh gerade mal hier hinter. Eigentlich ist sowieso egal. Ne? Guck mal, da haben sie sich überall durchgeboxt, die Affen. Okay, gib mir mal doch wieder die. So, wir hüpfen hier hoch. Dann hupf da nach oben. Dann hupf. Na komm schon. Hei, ja, ja, jawohl. Ich habe mir hier einen Klitz... Obwohl, guck mal, die habe ich gar nicht aufgewertet. Ich habe mir hier einen klitzekleinen Unterstand gebaut. Bin dann hier drin gestanden und habe halt gehofft, dass kein Geier kommt. Ich meine, es wäre ein Todesurteil gewesen, wenn hier, ne? Aber dann werde ich nicht sofort bespuckt. So, von hier habe ich dann ab und zu mal gucken können. Und ihr seht, dass die da drin gewütet haben. Ich war noch gar nicht da drin, aber ich habe, ja... Ich hab's überlebt. Ich hab's definitiv überlebt. Beweis, nur ein Tod. Genau. So. Also, ich habe nicht einen Zombie erschlagen, weil... Ja, ne? Ist halt... Ich hatte keine Lust. So. Jetzt gucken wir gerade mal hier. Gucken wir, wie sie da überall reingeballert sind. Die Tresore stehen noch. Das finde ich gut. Na, guck mal, hier haben sie die Säulen weggeballert. Oh, 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 oh. Nicht, dass das runterplumpst. Hätte da... Gott sei Dank war ich da an der... Oh Mann, die haben da die ganze Wand auch weggeballert. Okay, die haben gewütet, ey. Die haben ja richtig gewütet. Also noch eine Horde hält die Bude hier nicht aus. Das denke ich mal. Guck mal, die haben hier überall die tragenden Dinger weggeballert, die Affen. Wie sind die denn hier durchgedingst? Okay, ich meine, hier war sowieso weg. Aber heftig. Heftig. Na, guck mal, hier die ganze Küche. Oh, einer ist gestorben. Ja, wie geil ist das denn? Wieso ist da einer gestorben? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich nicht geschossen. Oh mein Gott, guck mal, hier ist alles weg. Da ist auch einer gestorben. Ah, die haben vielleicht... Ich habe die ganze Zeit den Automaten brutzeln hören. Der funktioniert. Der funktioniert noch. Aber den haben die doch zerbröselt. Nö. Okay, dann haben die hier alles weggehauen. Ja, ne? Oh, guck mal, hier auch eine Waschmaschine fast weggeballert. Der Rest ist futsch, ne? Hei, 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 hei. Also die Betten habe ich noch abgeschraubt. Da waren nicht die Zombies, das war ich noch. Aber heftig, heftig. Und den da kenne ich noch gar nicht. Den kenne ich noch gar nicht. Haben wir jetzt irgendwas da zum Abschrauben kurz? In der Nähe habe ich schon alles weggeschraubt, ne? Warte mal, hier. Hier ist so eine kleine Lampe. Mal gucken, mal gucken. Ich glaube, das ist die Knarre, glaube ich, besser. Apropos Knarre, die wollte ich ja eigentlich... Eigentlich wollte ich die Knarre mal nehmen, ne? Oder die, wie heißt das? Ratsche? Knarre? Irgendwie sowas in dem Dreh. Also ich würde sagen, wir schmeißen aber den Kram jetzt gerade einfach nur hier rein. Weil, muss ich ja jetzt nicht mitschleppen. So. Und, ach nee, ich habe noch gar kein Level-Up gehabt, ne? Wenn wir da jetzt ein Level-Up kriegen und haben... Dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Bin ich ehrlich. So, warte, machen wir mal so. Ich habe schon markiert, wo wir hingehen wollen. Wir werden das jetzt in der nächsten Zeit in Angriff nehmen. Und hoffen, dass wir es überleben. Hui! Tag 43, Game Stage 132. Wie gesagt, wir haben halt jetzt schon grüne Ferale. Wir haben Ferale. Wir haben böse Ferale. Und wir haben richtig wütende Ferale. Ja, das wird wunderbar. So, ich glaube, das ist die Futterfabrik, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Jawohl. Und ich hoffe jetzt, dass das da hinten
Die Shotgun Messiah Fabrik ist. Aber ich glaube, ja. Waterworks, ja, guck. Wir haben ja alles zu Hause, ne? Wir haben ja im Grunde alles zu Hause und das finde ich nicht schön. Das finde ich ganz und gar nicht schön. So, da gibt es kein Loot. Da gibt es Loot. Wir drücken uns jetzt erstmal wieder außen rum. Ich werde aber auf jeden Fall... Oh, eine Tablette, die werde ich da drin brauchen, ne? Wenn wir sterben, ist nicht so weit zum Laufen. Das ist schon mal was Gutes. Und ja, ich werde so viel wie es geht im Nahkampf machen. Weil ich halt eben nicht der Durchballermensch bin. Das mag ich nicht. Und wenn es aber halt gar nicht geht. Okay, ist nur so ein Kriecher. Aber wenn es halt gar nicht geht, dann muss ich halt zum Notfallmaschinen. Was ist denn das überhaupt? Taktische Sturmgewehr, ne? Dann müssen wir halt danach greifen. So, aber wir haben jetzt viel gebaut. Genau, taktisches Sturmgewehr ist das. Ich würde jetzt halt auch gerne mal wieder ein bisschen Action vor ich einfach da reingehen und sterben, ne? Ach, herrlich, herrlich. SM Korb. Ich hab dich gar nicht vermisst. Überhaupt nicht vermisst. Da kommt doch eh gleich wieder alles runtergedings, ne? Könnt ihr mal aufstehen? Mhm. Wild Feral ist auch schon dabei. Da oben steht ein Wild Feral und die ist auch Feral, oder? Nö, die ist normal. Oh, nee. Jetzt kommt der Wild Feral. Ich will nicht. Ich will nicht. Einmal kurz gucken. Okay, es ist nachgeladen. Er kommt stolper nach vorne. Der stolpert nicht. Einmal. Zweimal. Ich muss aufpassen. Ich muss auf mich aufpassen. Oh. Oh. Warte, warte, warte. Er liegt. Drauf da. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Herzrasen. Den ersten Wild Feral haben wir gekillt. Und das muss ich festhalten. Den ersten, es war jetzt aber mehr Glück als Verstand, kann das sein? Wir haben nochmal eine Knarre und wir haben Steel-Knaggelteile. Ja. Boah, da geht einem aber schon ein bisschen die Pumpe. Ich will halt, wie gesagt, ich will jetzt nicht hier sterben auf, ne, Teufel komm raus. Okay, erstmal ganz in Ruhe, ganz normal durchbluten. Auch wenn es echt Action pur ist, ne? Aber guck mal, wie viel Messing wir hier kriegen. Den wollte ich gar nicht nehmen. Ah, den wollte ich doch gar nicht. So, aufmachen. Dann gehen wir gleich zum Bike. Und ich hoffe, wir sterben nicht. Ich will nicht sterben. Sterben wäre uncool. So, zeig mal, was du Schönes hast. Ein kleiner Tresor. Oh, och nee. Das ist mit Abstand die hässlichste Waffe, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Es ist, den wollte ich jetzt aufnehmen, tatsächlich. Ich muss gleich mal gucken. Ne, vom Damage her. Jetzt macht der 36, 22 und 35 und 63. Okay, er ist wahrscheinlich schon. Aber der ist langsam. Der ist langsam, nee. Das ist keine Waffe für uns Pfötchen. Also nicht für mich. Jeder, der mag natürlich, ne, nicht, dass ihr denkt, ne, ich kritisiere die Waffe oder so, aber mir gefällt sie nicht und ich will sie nicht. Punkt. So. 25 Kältewiderstand. Nee, mach mal weg. Die können wir eigentlich dann vielleicht mal verkaufen oder so. Ich nehme jetzt die Stühle mit. Ja, mache ich jetzt einfach. So, wenn wir gerade eh schon hier rumrennen, können wir auch direkt den Kram wegpacken. So. Ich glaube, wir gehen aber erst... Sollen wir erst die ganzen Zombies aufwecken? Wahrscheinlich am besten, ne? Dann haben wir gleich erstmal das ganze Theater. Und dann haben wir gleich Ruhe. Ja, ich glaube, das ist eine gute, schlechte Idee. Bin ich schon im Kampf? Bin ich schon im Kampf? Ich kann die Musik manchmal nicht richtig deuten. Mach weg das Ding. Hochschleichen bringt eh nichts. Die wachen eh mal alle auf.
Und ich habe extra eine Erste-Hilfe-Kasten und Tabletten und alles ins Gepäck gedingst. Wir brauchen das alles. So. Gehen wir erstmal hier die Kisten holen. Wobei das halt echt übel ist, weil da die meisten Bauarbeiter immer gleich aufwachen, ne? Was ist, wenn ich leise bin? Leise. Ganz leise. Oh, ich höre sie schnarchen. Vorsichtig und leise. Okay, hat nichts gebracht. Da ist irgendwo schon ein Geier unterwegs. Der stört uns jetzt ein bisschen wenig. So, und jetzt ganz leise wieder runter. Ich glaube, wir haben nichts geweckt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich nichts geweckt habe. Ja, ich weiß, ich gehe schon wieder zum Auto, ne? Ich habe Angst. Ich schmeiße mal den ganzen Kram weg, das brauche ich alles nicht. Die können wir auch gerade wegschmeißen. So, ich brauche, warte, ich setze das alles hier rüber. So, jetzt aber. Ja, ich glaube, ich mache die Tür auch noch auf. Ich brauche Platz zum Rennen und zum Flüchten. Oh mein Gott. Geier. Alle Geier direkt. Da ist noch ein Geier. Komm her. Mein Knie ist kaputt. Warte. Da kommt jemand. Da so viele Geier waren doch noch nie da. Oh mein Gott. Warte. Okay, Geier. Der kommt auch gleich nochmal angeflogen. Du legst dich jetzt erstmal hin, Freundchen. Warte, der Geier, wo ist der Geier? Okay, der ist da hinten. Mach Platz. Dankeschön. Geier kommt. Sehr gut. Hui, das ging doch ganz gut, oder? Das hat doch wunderbar funktioniert. Also so viele Geier hatte ich aber noch nie. Da steht noch einer an der Treppe. So viele Geier hatte ich tatsächlich noch nicht gleich am Anfang. So, gut daher. Lass mein Bike in Ruhe. Das ist mir lieb und teuer. So, wir bleiben einfach draußen. Wir bleiben einfach hier draußen. Ne? Dann kann ich sagen, wir waren in der Fabrik drinnen. Ist nicht gelogen. Wir haben Loot aus der Fabrik geholt. Ist auch nicht gelogen. Dann bleiben wir einfach hier. So, haben wir alles. Mein Knie tut weh. Wir können Gott sei Dank aber rennen. Warte mal, ein Tier wollte ich doch noch aufmachen, genau. Wir können Gott sei Dank noch rennen. Und... ach ja, das war schon wieder ein bisschen Action, ne? Nicht genug Action, aber ein bisschen Action war's. So, sind hier jetzt noch Affen drinnen? Ich weiß halt nicht, ob da jetzt noch Affen sind. Schaut aber schon so aus. Oh Gott, ich weiß nicht, von wo die jetzt kommen. Sind die jetzt oben? Wo sind die denn? Ah, oben sind sie. Wieso kommt ihr jetzt alle von oben? Ich will doch die aus dem unteren Raum haben. Das finde ich, jetzt habe ich es wieder überall klopfen, ne, und traue mich nirgendwo hin. Ach, hier vielleicht. Ich darf halt nicht irgendwie in Bedrängnis kommen, ne? Was hast du jetzt kaputt gemacht? Ich glaube, macht da einer oben die Türe auf? Ist sie wieder eingeschlafen? Oh je, ich will nicht sterben, ne? Ich will hier auf keinen Fall sterben tun. Oi. Ich merke halt, die Zombies sind extrem böse geworden. Die sind extrem böse geworden. Wer? Wo? Ich sehe keinen. Ist der oben? Wo sind die denn? Ich sehe nichts und ich habe Schiss. Man merkt man gar nicht. Merkt man überhaupt nicht. Ach, da oben bist du. Ja, komm mal hier runter jetzt. Platsch, bam, boom, ouch, ne? Ja, so ist fein. Ich glaube, hier regnet es gleich einfach nur Zombies. Okay, da drüben ist auch einer. Zwei. Oh, das war schön.
Oh, das war schön. Es war auf jeden Fall gut, dass wir die Knuggles gelernt haben. So, die kaputt, die kaputt, die kaputt. Ach, wunderschön, wunderschön. So, jetzt haben wir glaube ich wieder Ruhe, ne? Uiuiuiui, Leute, Leute, Leute. Wer hatte die Idee, in eine Fabrik zu gehen? Blöde Idee. Ach, herrlich, herrlich. Ach, nee, so. Das können wir schon, das können wir schon. Ist der besser wie meiner? Kältewiderstand, Hitze. Nee, dann mach weg. Mach weg. Brauchen wir da nicht. So, dann gehen wir hier durch den Garten. Wo hier meistens Gott sei Dank nichts ist. Und ich brauche mehr Fluchtwege, Leute. Ich brauche mehr Fluchtwege. Ich glaube tatsächlich, das habe ich sonst noch nie gemacht. Ich weiß, ich mache aber hier einen Fluchtweg rein. Dann können wir da durchrennen. Da muss ich nicht durch den Garten hoppeln. Und dann muss ich nicht durch die Küche rennen. Ja, guter Plan, würde ich sagen. Guter Plan. Und ich glaube, wir werden die ganze Woche an diesem Dings hier festhängen. An dieser Fabrik werden wir, glaube ich, hängen. Ach, nee. So, ein paar mehr ist wieder Ausdauer. So, meine Maus hängt gerade irgendwie mit dem Kabel. Deswegen war das gerade ein bisschen komisch. So, perfekt. Aufstehen, 4 Minuten, Knie noch kaputt, aber wir können jetzt rennen, Mädchen. Wir können jetzt rennen, weil da vorne wird wieder so viel los sein, dass wir definitiv rennen müssen, glaube ich. So, jetzt lass mal gucken, ob wir vielleicht den Bogen auch mal benutzen können. Ich habe extra einen Bogen mitgebracht. Aber, die verstecken sich jetzt wieder alle, ne? Okay, der will schon direkt hier, ne? Ja, dann komm her. Oh, bitte umfallt. Komm, steh wieder hoch. Oh, jetzt sind aber ein paar wach geworden. Nein, 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 Ferala. Hm, 2 Schlägen. Ah, der ist auch schon tot. Die Knuggles, ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Oh, der hat mir eine gewischt. Dann kommt noch mal einer. Oh Gott, da kommen noch ein paar. So, komm mal auf da. Ich helfe dir auch. Warte. Ich muss eigentlich erst den Feralen machen, Freundchen. Mit den Schuldigen. Verdammt, der ist durch. Der Ferale ist durch. Hör auf zu rennen. Hör auf. Warte. Ferale, erst den Ferallen. Mach ihn tot. Nein. Okay, der ist tot. Ui. Okay. Ich glaube, ich habe Hunger. Gibt uns nämlich 80 Leben wieder, ne? Zwinker. Wir heilen uns nicht. Wir haben nur gerade Hunger. Also, da kann ich nichts dafür. Püppchen hat Hunger. So, schon mal hier in der Ecke gucken. Nicht, dass uns gleich noch was überrascht. Denn hier erstmal gucken und dann gehe ich looten. Ihr glaubt gar nicht, wie ich angespannt bin, ne? Ich habe sowas von keine Lust, hier drauf zu gehen. Ich kämpfe hier um mein Überleben. Genau. Ach, nee. Tablette, Gott sei Dank. Herrlich. Was haben wir denn da Schönes? Schweizer Knie. Und durchlöchere mit diesem fortgeschrittenen Trick die Knie deiner Gegner wie Schweizer Käse. Jeder aufeinanderfolgende Schuss in die Beine eines Gegners erhöht die Chance, diesen Gegner zu lähmen um 10%. Aber ich schieße doch nicht auf die Beine. Ein guter Nichtschützer, der geht direkt auf den Kopf. Das, falls er mal treffen sollte, vielleicht per Kopfschuss die Gegner schneller tötet. So ist zumindest meine Überlegung. Aber ich glaube, das kennt ihr ja mittlerweile. Ist ein bisschen Stoff drin. Working stiff. Gib mir was Gutes. Naja. Okay, weiter geht's. Ich nehme ihn jetzt einfach mit und ich nehme die einfach mit, weil wir es können. So, und ich kann auch direkt schrotten, ne? So, warte mal, Federn kann ich direkt rausschmeißen.
Und unserem Bein geht's auch gleich wieder gut, dann ist ja gut. So, und schon mal gerade hier war nichts zu looten. Versteckt sich da vielleicht was dahinter? Ne, das ist alles Cobblestone. Man weiß ja nie, ne? Die Pimps verstecken gerne Sachen. Und hier geht's, glaube ich, nach draußen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Deswegen machen wir gerade mal den Weg nach draußen auf. Fluchtwege sind immer gut. Kann ich nur empfehlen. So. Deswegen leben wir manchmal vielleicht länger. So, können wir auch gleich hier den ganzen Kram looten. Falls es was gibt. Und wir können uns schon mal nochmal im Bike ausdingsen. Oft sind hier immer Minen, weil man meistens im zerstörten Gebiet ist. Und dann die Fabrik, zumindest auf Nevis gehen. Jo, und dann können wir auch gleich hier rein. Also das geht dann nämlich ganz rucki-zucki. So, schmeiß mal. Obwohl, warte, komm, Federn. 53, nee, die will ich dann doch behalten. Können wir schrotten, das reinschmeißen. So, saufen, wegschmeißen. Im Prinzip sind wir schon voll. Ich habe einen Wald. So, perfekt, perfekt. Das läuft, das läuft. So, dann direkt hier durch. Und schon, schwupps, sind wir wieder da. Aber warte mal, kommen die nicht von da oben auch runter? Die spawnen erst, wenn wir oben sind, ne? Und ärgern uns dann. Die Frechen. Seit wann blinkt das hier denn so? Ich glaube immer schon. Ne? Warte. Da ist was, das können wir so andingsen. Jawohl! Komm her, angerannt. Ich hab hier was Schönes für dich. Oh, sind es mehrere? Ne, ist noch einer. Bring's mir meinen Pfeil zurück. Boah, das ist aber lieb von dir. Ach, manchmal sind wir schon... Ach, der ist schon lang tot. Manchmal sind wir schon ein bisschen böse, ne? Aber nur ein kleines bisschen. Schön vorsichtig. Da ist noch mal einer. Das ist halt... Die kriegen dann gleich schon mal ein bisschen Schaden ab. Warte. Okay, der ist nicht feral. Und der dahinter ist auch nicht feral, sonst wäre er schon lang bei uns. Nun komm her. Eieiei. Okay, direkt hier nachgucken. Mit zittrigen Händen. Na, so ein bisschen. Hier können überall noch welche sitzen und freuen sich, wenn sie mich gleich getötet kriegen. Komm, wir machen aber hier ein schönes Bildchen. Damit ihr gleich wisst, oh je, die geht in die Fabrik rein. Ja, ich gehe da wirklich rein. Ehrlich, mache ich wirklich. Also, was haben wir hier? Haben wir noch was zum Looten nehmen? Hm, doch hier. Hier, vor meiner Nase. Messing ist halt auch verdammt gut. Das sieht aber schöner aus wie sonst. Irgendwie, finde ich. Und ich gehe dann auch gleich in das Geheimding. Oh, sehr schön. Komm auch her, ja? Willst du auch einen Kopf verlieren? Es war so gut, dass wir Rauchgold geskillt haben, Leute. Es war so gut, dass wir Rauchgold geskillt haben. So, und da kommt auch gleich eine richtig böse Ecke, ne? Glaube ich, denke ich, oder? Bin ich da? Bin ich richtig, wo ich denke? Bist du tot? Sehr schön. So, und schauen wir gerade. Nehmen wir mit. Will ich da schon runter oder nicht? Will ich da runter oder nicht? Ich gehe erst nochmal gucken. So, ja, ich höre alles knirschen und knatschen. Ah, da ist noch einer. Guck, da ist noch einer. Ich habe halt Angst vor Feralen. Oh, ich habe da was gehört und der ist feral. Dann machen wir natürlich erstmal den da. Schön die Augen pieksen. Wenn die Augen nicht mehr leuchten, ist er vielleicht nicht mehr ganz so böse. Und er ist tot. Sehr gut, sehr gut. Money nehmen wir mit. Oh Mann. Ich mache mal hier nur kurz die Türe zu. Da hat er nichts mehr versteckt.
Und da hinten geht's ja, glaube ich, nicht weiter. Ne? Ich glaube, da geht's dann in die Küche? Fragezeichen. Ich werde mir jetzt hier, ich finde, ja, nochmal denken, dann reden. Ich glaube, wir machen uns so viele, ne, Türen auf, wie wir können. Weil wir werden hier erstens lange, lange Zeit drin sein. Und ich werde Angst haben. Ja, da ist die Küche. Ich habe was gehört, ich habe was gehört, ich habe was gehört. Okay, das ist draußen. Das ist draußen unterwegs. Da geht's nicht, da ist eine Wanderhorde unterwegs. Oh, doch, da ist eine Wanderhorde unterwegs. Ja, dann machen wir jetzt erstmal die Wanderhorde. Nee, die will ich auf gar keinen Fall hinter mir in der Fabrik reinlatschen haben. Oder hinterherlatschen haben. Und wenn wir Level Up haben, geht's in die Heiligen. Das wird toll. So, noch jemand? Da, noch eine kranke Schwester. Na, gute Frau. Sehr schön. Habe ich jetzt noch ein Schweinchen gehört? Das ist jetzt Wunschdenken, ne? Das ist jetzt reines Wunschdenken. Okay. Dann würde ich sagen, ab zum Bike. Erstmal alles wegtun. Und dann werden wir erstmal Pause machen. Na, wir werden hier, wie gesagt, lange, lange noch verbringen. Dann machen wir hier quasi das nächste Mal einfach direkt weiter. Holz können wir immer noch wegschmeißen. Und. Nee, nicht. Nee, 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 Mädchen. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Ein kleines bisschen musst du noch aushalten. Genau, gut. Da würde ich aber schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, das Nase, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.